So, hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zu diesem Unboxing der Oktober Wootbox 2017 Nightmare. Und wir werden das heute anders machen. Ich hoffe, es kommt gut an. Wir werden heute zwischendurch in Englisch reden und auch in Deutsch reden. Also, welcome to all pupils. This is in German and in English. Speak and yes, Wootbox Oktober 2017 Nightmare. Und we starting. Yes. Okay, hier haben wir sie. Heute kam sie an. Ich wusste ja, dass sie ankommt. Ich habe sie auch gesagt. Und sobald sie kommt, werden wir auch anfangen. Und ich bin echt gespannt, was da drin sein wird. Und okay, das Hauptthema war ja Stranger Things. Und wie man so unschwer erkennen kann, ist in dieser Box was drin. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier haben wir auch als Cover. Ich denke, dass dann auch genau die Box genau so ist. Und fangen wir mal an. Hier kommt auch gleich eine Funko Pop entgegen. Und yes, this is Eleven Underwater. This is the story character, also the first character. Das ist der erste Charakter aus dieser Serie und es scheint tatsächlich davon auch eine ganze Kollektion zu geben mit den ganzen Charakteren und auch mit dem Bösen praktisch, mit dem Feind. Und ich glaube, die hatte ich sogar schon mal gesehen gehabt. Ja, und das ist eine Wootbox Exclusive Figur. Und ja, da gucken wir uns das mal an. Der Charakter, also ich habe die Serie ja geguckt und weiß halt auch jetzt, wer sie ist, weil es ist sonst doof, wenn man was unboxt und das nicht kennt. Ja. Also, I watching the TV Serie before the unboxing and yes, hier ist er. Da ist er. Mit Helm. Kann man den aufmachen? Ne, schade. Oder? Is closing. Das ist, also ist zu. Und das ist from the first episode, also von der ersten Episode. And 5 or 6, also old. Mit 5 oder 6 Jahren hat man die ja praktisch zu was gemacht. Und ich will nicht so viel spoilern, also not spoiling. Spoiler. Und yes, also auf jeden Fall ist es schön gemacht. Man kann nicht meckern. Sie ist wirklich schön gestaltet. Hier unten auch original lizenziert von Netflix tatsächlich. Also es ist wirklich nicht nur exclusive, sondern auch noch exclusive bei Netflix. Und finde ich super. Ist auf jeden Fall schön. Wieder eine Funko Pop. Und ja, also die Serie an sich muss ich tatsächlich sagen, für mich ist die nichts, aber man kann sie auf jeden Fall gucken. Also for me ist sie not. For ja, es ist Thriller, Pupils, es ist okay, es ist great. Und yes, ja, für also 1, 2 or 3 watching the Serie ist okay, aber 4, 5 or 6 no, das ist too long. Das ist 8 Episoden, das sind ja 8 Episoden and this is too long. This is too long. 4 or 5 Episodes was great. 8 Episodes. Ja, 8 Episoden, das ist zu lang. Man hätte das so auf 4 Episoden machen können. Deswegen an sich. Kommen wir zum nächsten. Was haben wir hier? Ja, wir durften ja aussuchen, was wir uns am meisten wünschen. Und ich glaube, da muss ich nicht viel sagen. So, ich bin mega gespannt auf den 8. Film, Star Wars The Movie 8. Und I love the collection, I love the movie. Und hier haben wir noch irgendein Paket. Und wie man sehen kann, eine The Dark Knight Exclusive. Und bevor wir das aber öffnen, kommt mir noch was anderes entgegengestrahlt. Warning, ein Clown, der Albträume macht. An sich ein auf jeden Fall cooles Gadget, Mad Clown. ja, es ist Blech. It's crazy. Das ist cool, das ist cool. To the mall. Und das ist cool, das ist crazy. Das ist crazy, cool. Clown, yes, okay, das ist great. Okay, what is that? Mal gucken, was das jetzt ist. Eingepackt. Ich denke, das können wir aufmachen. Das können wir tatsächlich auch wieder dann schließen.
denn ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist auf jeden Fall was von Batman. Und ich denke, dass es Joker ist. Okay, es ist eine Schürze im Joker-Stil. Das heißt, wir müssen mal den Tisch ein wenig nach vorne machen. Und ich glaube, dann sieht man das auch. Wir können uns ja mal hinstellen. Ich denke, man sieht das jetzt ganz gut. Und das ist okay, oder? Joker for the cooking. Okay, und Simpsons. Oder? Es ist kein Exclusive Woodbox, sondern bei Kick. Ja, also eine Billig-Discounter. Und das ist natürlich nice. Ein Simpsons T-Shirt, wie es nicht anders sein sollte. Es sieht ja, dass nun von den Simpsons auch was drin ist. Und ja, die Etiketten, das finde ich ganz lustig. Ich habe mittlerweile eine Etikettenwand. Und na, was ist denn das für ein Müll? Was ist denn das? Das ist die Naht, wo es drin ist. Naja, Müll. Und tatsächlich, es ist ein Halloween-Shirt. Allerdings nicht von der alten Serie. Also, from the new episodes. So, 25 Season ist es. Und ja. Ich finde das auf jeden Fall mega, dass man sowas macht. Und ich habe natürlich ein T-Shirt noch unten drunter. Aber ich denke, man erkennt das ganz gut, oder? Ja, denke ich. Ich denke, das erkennt man ganz gut, was das zu bedeuten hat. Ja, und jetzt kommen wir auch zum Ende. Eine Woodbox Exclusive. Die Leute haben ja geschrieben, nachdem man ja gefragt hat, ob das so in Ordnung ist. Und ja, die Leute fanden das mega, dass man sowas überhaupt macht. Und ja, es ist mittlerweile ganz leicht. Jetzt beim ersten Mal war das natürlich alles noch sehr kompliziert. Und mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass man, sag ich mal, den Dreh ganz ratzfatz raus hat. Also es ist echt krass, sag ich mal, was man mittlerweile mit so einer Box machen kann. Wir haben ja jetzt mittlerweile, das ist ja die vierte. Und ja, ihr seht, ratzifatzi ist die Woodbox. Eine Woodbox. Eine andere. Ja, es erinnert mich a little bit an Star Wars. Star Wars Cover from Episode 1 to 6. Ja, auf jeden Fall nice. Gucken wir mal ins Heftchen, wollte ich noch sagen. Da wollen wir definitiv hingucken. Hier steht noch mal was. Hier haben wir ganz viele Fotos. Und das möchte ich euch einfach zeigen, denn ich stehe schon wieder da drinnen und diesmal aber mit Retro-Feeling, ja, mit der Retro-Box, das war ja die letzte Box, nee, die vorletzte Box und ich bin gespannt, ob dann mein nächstes Foto, ja, dann auch reinkommt. Entweder sind es zu wenig, die das posten, weil die einfach alle keine Lust mehr haben oder, denn die Box gab es 20.000 Mal und ich hoffe, dass ich sogar auch das diesmal gewinne, The Evil Within. Ja, man sieht es jetzt nicht so Lichtreflex, weil ich sitze hier auf der Couch, da ist das Fenster. Und ja, zu gewinnen gibt es ja diesen Mega Wood Box. Und hier ist ja nochmal Figur Stranger Things offiziell. Und ja, der Wert ist auf jeden Fall ziemlich hoch. Ich denke, dass der Wert auch so stimmt. Das Schild Exclusive ist auf jeden Fall top. Die Schürze ist klar. Und es ist auf jeden Fall, was steht hier, Schluss mit Saxophon, Bier und Skaten für die Familie Simpsons. Um sie zum Lachen zu bringen. Die Donut essen nicht die harmlosesten. Und eine Exklusivpin. Und wobei ich sagen muss, ich freue mich mega. Denn, wie gesagt, ich liebe diese Serie, ich liebe die Filme. Und, ach, die Serie, davon gibt es ja gar keine Serie. Ich liebe die Filme, es wäre natürlich mega, wenn es eine Serie geben würde. Ja, das war's. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich hoffe, das ist so diesmal in Ordnung. So ein bisschen Englisch und aber mehr Deutsch. Soll ja auch so bleiben, weil die Englischen sind nicht so angekommen. Ja, also zumindest die Leute gucken die Deutschen öfters als die Englischen, selbst bei Readme. Und deswegen denke ich, ist das so eher besser, wenn man so ein bisschen little speak English and speak German. Und ich denke, das ist great, das ist okay. Und wenn ihr mehr sehen wollt oder zumindest noch Ideen habt, Anregungen für die nächsten paar Folgen,
Ansonsten sehen wir uns im November und da sehen wir uns genau zweimal im November. Two Watching Videos, two Exclusive Woodbox Videos. Also first, praktisch Anfang November und Mitte November. Mal gucken, es kann natürlich auch passieren, dass beide Anfang November rauskommen. Und was es aber natürlich sein wird, ist klar, die November-Box. Und ansonsten sehen wir uns bei der anderen. Ansonsten, wir sehen uns auf jeden Fall noch zum anderen Unboxing. Heute noch wieder im Laufe des Abends wird noch eins rauskommen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns und tschüss.